Hallo, ich bin der Peter und ich habe hier ein Auto aus Lego-Technik gebaut, was mit Gummiantrieb funktioniert. Genau. Das heißt, du hast die Räder auch aus dem Lego-Technik-Baukasten? Ja. Und wie klappt der Gummiantrieb genau? Also ich habe hier so einen verlängerten Stab und dann mache ich das hier so ran und dann kann ich es aufziehen. Und dann ziehst du es quasi auf und lässt es fahren. Und hier ist ein bisschen als Windwiderstand, damit es nicht zu so schnell wird? Nein, hier habe ich eine Kartoffel dabei, die kann man hier rein tun. Also hast du da eine richtige Kartoffel dabei. Und hier oben die Räder, wofür sind die? Die hatte ich davor mal dran gemacht, weil es sich manchmal überschlagen hat, aber jetzt habe ich das Problem schon gelöst. Weil es sich überschlagen hat, das heißt, es ist ziemlich schnell. Ja. Hier hinten sind auch noch kleine Räder, die liegen aber auch auf dem Boden auf, oder? Ja, die sind auf dem Boden, das sind halt sozusagen die Vorderräder. Und fährt das Auto schnell, schon mal getestet? Ja, das fährt sehr schnell. Gut, dann machen wir es doch selber mal testen. Die Kartoffel ist bereit. Ein Applaus schon mal für das, ja, sehr, sehr ungewöhnliche.